Das Olga-Hospital in Stuttgart, Deutschlands größtes Kinderkrankenhaus. Hier arbeitet Radoslav Palac als Stationsleiter. Seine Leidenschaft für klassische Musik war der Auslöser für sein Ehrenamt. Jeden Monat organisiert er Kinderkonzerte im Krankenhaus. Ich bekomme ganz oft die Rückmeldung eben von den Eltern, dass ihre Kinder, die schlechte Erfahrungen, die negative Erfahrungen gemacht haben mit Schmerz und mit Erkrankung, dass diese Kinder die Angst verlieren vor diesem Haus und vor dem, was hier passiert. Und dass sie sogar zu Hause danach fragen, wann sie wieder ins Kinderkrankenhaus, ins Olgäle können. Für die Konzerte begeistert er Künstler, Orchester und Chöre, die ohne Bezahlung auftreten. Oft spielen die Ensembles auch Werke, die Radoslav Palac selbst komponiert hat. Wenn wir nur bei einem kleinen Teil unserer Patienten oder Konzertbesucher so etwas bewirken können, dass wir den Kindern diese Angst wegnehmen können und den Eltern ein bisschen die Sorge von diesem Aufenthalt hier, dann lohnt es sich, ein bisschen früher aufzustehen jeden Tag. Seit 5 Jahren stellt Radoslav Palac jeden Monat ein Konzert auf die Beine. Oliver Hommel ist pflegerischer Zentrumsleiter und weiß, wie viel Zeit er dafür investiert. Es ist einfach beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit und mit welcher Bescheidenheit er die Kinderkonzerte organisiert. Er hat hier einen Fulltime-Job und macht im Grunde genommen mit der gleichen Zeitinvestition nochmal die Organisation. Ohne ihn wird es die Kinderkonzerte so nicht geben.